Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird ein neues Format und zwar geht es hier darum, euch Tipps zu geben, wie ihr an euch selber arbeiten könnt. Und heute sprechen wir über das Thema Prüfungsangst bzw. generell die Angst vor dem Versagen. Das sind bestimmt Themen bzw. Gebiete, mit denen sich jeder von euch schon mal auseinandersetzen musste. Also ich glaube, es gibt fast keinen Menschen, der das noch nie hatte und wie ihr damit umgehen könnt bzw. wie das überhaupt entsteht, das seht ihr jetzt. Also bleibt dran. Wenn man Prüfungsangst empfindet, muss man sich zuerst einmal fragen, wie das kommt. Denn rein objektiv gesehen kann euch die Prüfung ja nichts anhaben. Sie kann eurer Gesundheit nicht schaden, ihr werdet dadurch nicht sterben, wenn ihr zum Beispiel durch die Prüfung durchfallt. Es ist nicht für euer Leben gefährlich, diese Prüfung zu schreiben oder sie vielleicht sogar nicht zu bestehen. Also woher kommt diese massive Angst, die man teilweise verspürt, wenn man eine Prüfung schreiben muss? Und da ist es egal, ob das in der Schule oder in der Uni ist, teilweise sogar bei der Arbeit. Also woher kommt dieser Stress, den Menschen haben vor Prüfungssituationen? Es gibt da mehrere Ursachen. Heute reden wir über drei Gründe, die dazu führen können, dass man Prüfungsangst hat. Häufig betroffen sind zum Beispiel Leute, die sehr perfektionistisch sind, die von sich selbst immer das Beste abverlangen wollen. Das sind Menschen, die sich selber gar keine Fehler zugestehen, die in der Schule oder in der Universität immer die besten Noten haben wollen, die denken, sie müssen alles perfekt machen, sie müssen alles perfekt lösen, sie müssten der oder die Beste sein und sie erlauben sich selber gar keine Fehler. Und solche Leute sind häufig dann vor Prüfungsangst bzw. mit dieser Angst vor dem Versagen betroffen, weil sie sagen, oh, ich muss das jetzt schaffen, ich muss der Beste sein, ich muss sehr gut sein, ich muss das perfekt abschließen. Und da müsst ihr euch einfach sagen, das ist einfach Quatsch. Denn es ist nicht möglich, Sachen ohne Fehler zu machen. Jeder Mensch macht Fehler, auch Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Gerade diese Leute haben große Fehler gemacht in ihrem Leben. Die Kunst ist es nämlich, nicht gar keine Fehler zu machen, sondern die Kunst ist, dass man nach den Fehlern wieder aufsteht, dass man weitermacht, dass man dranbleibt und versucht, immer sein Bestes zu geben. Und auch wenn man Fehler macht, dass man trotzdem nicht aufgibt. Das ist das, was zählt. Das heißt, wenn ihr so ein Perfektionist seid, dann legt das ab und habt nicht so hohe Ansprüche an euch selbst. Das kann euch dann helfen, weniger Prüfungsangst zu haben. Der zweite Grund ist, man gibt sich selber zu viel Aufmerksamkeit und das hängt so ein bisschen mit dem ersten Grund zusammen. Das sind häufig Leute, die denken, dass andere sie verurteilen würden, wenn sie zum Beispiel durch diese Prüfung fallen oder wenn sie dieses Referat, was sie jetzt halten müssen, nicht so gut halten können. Und diese Leute denken dann häufig, dass andere sie ablehnen würden, dass die dann sagen würden, guckt euch den an, der ist durch die Prüfung gefallen oder guckt euch die an, die das Referat gemacht hat, die so unsicher war, die lehne ich jetzt ab. Und da müsst ihr euch einfach sagen, wie realistisch ist das, dass euch jemand ablehnt, weil ihr etwas nicht geschafft habt. Fragt euch einfach selber in eurem Leben, denkt ihr über irgendeine Person, dass die Person euch unsympathisch ist oder dass diese Person blöd ist, weil sie durch ein Referat gefallen ist oder weil sie eine Prüfung nicht bestanden habt? Diese Frage werdet ihr wahrscheinlich alle mit Nein beantworten und da habt ihr schon die Antwort. Merkt einfach, dass es nicht so wichtig ist, ob ihr diese Prüfung besteht oder nicht, dass die Aufmerksamkeit nicht nur auf euch gerichtet ist, dass ihr einfach nicht so wichtig seid für alle Menschen, als dass es für jeden jetzt so weltbedeutend ist, ob du die Prüfung jetzt schaffst oder nicht. Das müsst ihr euch sagen. Nehmt diese Aufmerksamkeit weg von euch. Den Menschen ist das zum Großteil egal. Und wenn ihr es besteht, ist gut. Wenn ihr es nicht besteht, dann besonders eure Freunde werden euch trotzdem weiter mögen, eure Familie, eure Verwandte. Die werden euch trotzdem weiter unterstützen. Also sagt euch das einfach, dass diese Aufmerksamkeit, die auf euch lastet, was ihr glaubt, dass sie das tut, das solltet ihr wegnehmen und das solltet ihr versuchen abzulegen. Ja, und der dritte Grund ist, Menschen, die viel Druck von außen haben, beispielsweise durch die Regelstudienzeit, das BAföG-Amt oder auch durch Verwandte, solche Leute leiden auch sehr oft unter Prüfungsangst. Und auch hier muss man versuchen, das abzustellen. Man muss sich sagen, na gut, der Druck ist zwar da, ich muss jetzt vielleicht diese Prüfung bestehen, um weiterhin BAföG zu bekommen. Gebt euer Bestes, lernt auf jeden Fall, aber wenn ihr es dann nicht schafft, dann geht auch nicht die Welt unter. Und ihr könnt jetzt natürlich sagen, gut, dann fehlen mir aber die finanziellen Mittel. Das stimmt, es gibt aber häufig auch noch andere finanzielle Möglichkeiten. Damit muss man sich vielleicht vorher schon mal auseinandersetzen und dafür planen, was denn passieren würde, wenn man wirklich durch diese Prüfung fällt. Also wenn zum Beispiel das BAföG wegfällt, was könnt ihr dann machen? Überlegt euch das vorher, sucht euch da Informationen, versucht da schon vorher Wissen zu bekommen und dann geht ihr auch beruhigter an die ganze Situation heran. Denn natürlich ist das ärgerlich, wenn man jetzt zum Beispiel nicht in der Regelstudienzeit fertig wird, wenn das BAföG wegfällt, wenn die Eltern sauer sind, wenn man noch so lange studiert oder wenn man nicht so gut abschneidet in der Schule. Es ist aber auch hier kein Weltuntergang und auch hier sind Sachen wie die Gesundheit beispielsweise sehr, sehr, sehr viel wichtiger, glaubt mir das. Und auch hier müsst ihr euch sagen, es ist nicht so schlimm, wenn ihr es nicht schafft. Grundsätzlich seht ihr
Viele dieser Sachen, also viele Ursachen von Prüfungsangst, haben mit euch selbst zu tun. Also ihr seid entweder zu perfektionistisch, ihr denkt, die Welt dreht sich nur um euch, also ihr gebt euch selber zu viel Aufmerksamkeit und das ist für alle wichtig, ob ihr das schafft oder nicht. Oder ihr habt viel Druck von außen, den ihr aber auch selbst zulasst. Also natürlich, sowas wie die Regelstudienzeit oder wie das BAföG-Amt, also dass man das schaffen muss, das ist ein gewisser Druck von außen, den man nicht beeinflussen kann. Man kann aber beeinflussen, wie man damit umgeht. Man muss dann alles versuchen, gelassener heranzugehen. Und all diese Sachen, wenn ihr euch dem bewusst werdet, das kann helfen, diese Prüfungsangst loszuwerden, diese Angst vor dem Versagen loszuwerden. Es ist alles nicht so wichtig, das Leben ist sehr kurz, das sollte man sich immer in Erinnerung rufen. Und da ist es einfach nicht wert, sich wegen Prüfungsangst oder wegen Versagensangst so einen Druck zu machen. Versucht euer Bestes zu geben, aber verfallt nicht in Panik. Ja, das war mein erstes Video in diesem neuen Format. Schreibt mir mal, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, dann mache ich weiterhin Sachen. Also natürlich werden hier auch weiterhin Wissensvideos kommen, aber auch Videos, die euch selber helfen sollen, an euch zu arbeiten. Deshalb schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieses Format gefallen hat. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.